Hallo Kackbratzen. Sie tanzen einen Tango. Morgen. Videospiele erlebten Ende der 90er Jahre eine super aufregende Zeit. Der Sprung in die dritte Dimension, die vor allem von der PlayStation vorangetrieben wurde, stellte die Designer vor eine große neue Herausforderung. Wie kann man einen Charakter bequem in einer 3D-Welt steuern? Am besten hat wohl Nintendo mit Super Mario 64 auf Anhieb den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber es gibt natürlich noch andere Spiele, die sich sehr fein in dieser schönen neuen Welt spielen ließen. Eines der Spiele war der 3D-Puzzle-Plattformer Ape Escape auf der PS1. Ape Escape wurde von Sonys Japan-Studio entwickelt und im Sommer 1999 veröffentlicht. Die Entwicklung dauerte etwa 2,5 Jahre, da man sich nicht nur für das Spiel, sondern auch für die Steuerung eine Menge Zeit gelassen hat. Kurz nachdem das Entwicklerteam mit der Ausarbeitung des Designs und Konzepts für Ape Escape begonnen hatte, nahm man aktiv an der Entwicklung des neuen DualShock-Controllers teil. Die größte Herausforderung für das Team war die Konzeption der Steuerung für die Analogsticks des Controllers, und diese wurde vor der Fertigstellung umfangreichen Tests unterzogen. Ape Escape ist somit auch das allererste Spiel, das damals den neuartigen DualShock unterstützte. Hey, Spike! Hat der Professor seine Zeitmaschine fertig? Er sagte, sie wäre fast fertig. Die Story von Ape Escape ist schnell erzählt. Der Professor, ein lokaler genialer Erfinder, hat einen Helm geschaffen, der den IQ seines Trägers steigert. Irgendwie ist dieser Helm in die Hände eines Zirkusaffen namens Spectre geraten, der sich den Helm natürlich sofort auf seine Rübe setzte und zu einem Genie wurde. Spectre wollte kein Zirkusaffe mehr sein. Er hasste es, dass er von den Leuten angestarrt wurde und wollte sich und seine Affenband aus dem Zirkusgefängnis befreien. Dazu bastelte er selbst einige dieser Helme nach und verteilte sie unter seinen pelzigen Freunden. Spectre schnappte sich den Professor, fesselt ihn zusammen mit seiner Assistentin und sprang dann zusammen mit seiner Affenarmee in eine Zeitreisemaschine. Nein, nein, lauft ihr beiden! Er beabsichtigte, seine Affen durch die Vergangenheit reisen zu lassen und die Geschichte zu verändern, indem er Affen zur dominierenden Rasse macht und die Menschen versklavt. Die Affen verstecken sich im Laufe der Zeit und versuchten, die Zukunft zu verändern. Spike und Jake, die mit dem Professor befreundet sind, wollten ihn im Labor besuchen, um seine neue Erfindung zu sehen. Anstatt der neuen Erfindung fanden sie aber nur einen gefesselten Professor, den sie sofort befreiten. Der Professor erklärte ihnen die Situation und bittet sie um Hilfe, um in die Vergangenheit zu reisen und alle Affen einzusammeln, um sie in ihre richtige Zeit zurückzubringen. Allerdings haben sie nicht die Rechnung mit dem Affen Spectre gemacht. Dieser schnappte sich Jake und verpasste ihm eine Gehirnwäsche und zog ihn auf seine Seite. Spike, es wird Zeit, dass ich mit dir abrechne. Es beginnt ein wildes Abenteuer, in dem man nicht nur gegen seinen einstigen Freund in den Ring steigen, sondern auch eine Menge an Affen einsammeln muss, was nicht immer ein Kindergeburtstag ist. Und natürlich darf man sich auch schon gegen den großen Kampf am Ende gegen Spectre gefasst machen. Freut euch also mit Ape Escape auf eine rasante Achterbahnfahrt durch die Zeit, in denen Affen den letzten Rest eures Verstands rauben werden. Ah ja, du weißt das vielleicht schon, aber die Affen sind einfacher zu fangen, wenn du dich hinlegst oder versteckst. Mit Spielen aus der guten alten Zeit hat man es nicht immer einfach. Oft setzt man sich eine rosa Brille auf und beschönigt vielleicht einen Sack voll Fehlern, die ein Spiel aus heutiger Sicht komplett unspielbar machen. Bei so vielen Spielen in der Anfangszeit der 3D-Welten ist vor allem das Gameplay so schön wie Brechdurchfall, was man aber als Fanboy komplett ignoriert. Bei Ape Escape sieht aber die Sache nicht ganz so schlimm aus und das, obwohl es das erste DualShock-Spiel war, das wir auf der PS1 zocken durften. Schon allein das Gameplay macht von Natur aus extrem süchtig. Als Spike reist man durch verschiedene Zeitepochen, die alle wunderbar mit zeitspezifischen Landschaften und Umgebungen gestaltet sind. In jedem Level gibt es beim Erkunden eine bestimmte Anzahl an Affen zu fangen. In den ersten paar Level sind 3 bis 5 Affen erforderlich, um das Level zu beenden, während in späteren Level möglicherweise 15 erforderlich sind. Spieler beginnen in einer prähistorischen Gegend voller Dschungel und Dinosaurier und arbeiten sich durch die Zeit, bis man endlich in der Gegenwart landet. Der letzte Knotenpunkt ist ein riesiges Zirkusgelände mit verschiedenen Ebenen. Sobald man diesen Abschnitt geschafft hat, ist das letzte Level eine Monsterburg, in der Spectre residiert. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jeder Ära, da es mehr Umweltgefahren und stärkere Affen gibt, die mit Waffen ausgestattet sind. Zudem werden die Affen extrem schnell und verstecken sich immer besser. Spike! Ein neues Gerät ist fertig! Dies ist eine Schleuder für verschiedene Kaliber. Ich schicke sie rüber.
Der Professor versorgt uns bei der wilden Jagd mit allerlei Gegenständen. Dank den 2 Analogsticks lässt sich auch noch so jede verrückte Waffe sehr gut steuern und mit ein wenig Übung hat man die Affenbande im Griff. Zu einer jeden Waffe gibt es auch ein kleines Tutorial, das einem die wichtigsten Schritte erklärt. Es gibt also absolut keinen Grund zur Panik. Die Waffen reichen dabei von kleineren Gegenständen, mit denen man versteckte oder unzugänglichere Bereiche erreicht, oder eben Waffen, mit denen sich die Affen betäuben oder leichter einfangen lassen. Und Affen fangen ist die Devise, denn es gibt eine unüberschaubare Anzahl, die wie eben von Affen gebissen frei durch die Level laufen. Insgesamt sind 204 Affen in Ape Escape unterwegs und sie alle haben unterschiedliche Eigenschaften, die von der Farbe ihrer Hose abhängen, wobei einige extrem aggressiv mit Waffen umgehen oder schnell weglaufen. Einer meiner Lieblingsaspekte war das Ausfüllen des Affenbuchs, in dem man zwischen den Level nachschauen und alberne Fakten über die Affen lesen kann. Es trug dazu bei, den Suchtfaktor zu steigern und machte das Affenbuch zu einer Art Trophäensammlung, die man stolz seinen Freunden präsentieren konnte. In Ape Escape fängt man aber nicht nur Affen. Fernab von der Jagd gibt es noch eine Menge zu tun. So kann man auch eine Vielzahl an Minispielen freischalten, indem man in jedem Level sogenannte Spectre-Münzen findet. Diese großen Münzen sind normalerweise versteckt oder erfordern ein wenig Grips, um sie zu ergattern. Sobald man eine bestimmte Anzahl an Münzen hat, kann man sich dann einer Partie Affen-Ski, Affen-UFO oder auch Affen-Boxen widmen. Wobei wohl das UFO-Spiel das beste aller Minispiele ist, mit dem man schon alleine über Stunden Spaß haben wird. Aber auch das Boxspiel bleibt einem in Erinnerung, weil es auch ein gutes Tutorial für den Gebrauch der Analogsticks ist. Das Skispiel allerdings bereitet generell sehr große Schmerzen. Abgesehen von den 3 Minispielen wird das Hauptspiel durch Herausforderungen unseres neuen besten Feinds Jake unterbrochen. Spieler treten gegen ihn auf einem Hindernisparcours an, die jede Menge Spaß machen und den gekonnten Umgang mit dem DualShock-Controller erfordern. Die Einbeziehung der Minispiele und des Hindernisparcours ist wirklich eines der Highlights von Ape Escape. Je mehr man durch die Zeit reist und je mehr Affen man fangen wird, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad. Dabei sollte man immer einen Blick auf seinen Cookie-Meter werfen, der als Gesundheitsanzeige dient. Wird man getroffen, verliert man einen Keks. Man sollte jetzt hier nicht sofort in Panik geraten, denn in den Level wird man eine Vielzahl an Keksdosen finden, mit denen man seine Gesundheit wieder auffrischen kann. Der wahre Feind im Spiel sind die Plattformeinlagen. Zeitgesteuerte Sprünge können schwierig sein und versaut man einen Sprung, verliert man sofort ein Leben. Und das wird vor allem gegen Ende ein besonders schöner Schmerz im Allerwertesten, besonders dann, wenn man sich den Weg zum Endgegner erdackeln muss. Sobald man genügend Affen eingesammelt hat, darf man gegen den fiesen Spectre antreten. Aber selbst nach einem langen und unerbittlichen Kampf wird am Ende der Oberaffe von euch fliehen und man wird vom Abspann begrüßt. Spike! Aber halt, hier ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Denn hat man den Abspann überstanden, wird man noch ein zweites Mal in die Vergangenheit zurückreisen und nochmals die Affenbande einsammeln und ein weiteres Mal gegen Spectre kämpfen müssen, um ihn endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Optisch entspricht das Spiel im Wesentlichen der PS1. Man trifft auf ein Spiel mit scharfen Kanten, flackernden Texturen und starkem Einsatz von Distanznebel. Es ist sicherlich ziemlich grob, aber trotzdem kommt eine Menge Persönlichkeit zum Vorschein. Die Farben kommen wirklich gut zur Geltung, die Charaktere sind schön stilisiert und die Affen haben ein unverkennbares Aussehen, das mit mehr Polygonen fast verloren gehen würde. Es ist grafisch vielleicht nicht das beste Spiel, aber Ape Escape hat dafür viel mehr Charme als andere Spiele aus dieser Zeit. Und auch die Musik ist Bombe. Während dieser gesamten Reise erklingt ein unglaublich fetziger Techno-Soundtrack. Er passt wie die Faust aufs Auge, da einige Level eine entspannte Atmosphäre haben, während andere frenetisch und rasant sind, vor allem wenn man an die Bosskämpfe denkt. Die Soundeffekte sind genauso gut. Nicht nur die Affen machen lustige Geräusche, sondern auch jeder Gegenstand oder Waffe, die wir vom Professor erhalten haben. Ape Escape ist das perfekte Beispiel dafür, warum First-Party-Spiele immer einen Volltreffer landen, da man auch wirklich auf das kleinste Detail achtet. Auch wenn die Jagd nach den Affen manchmal so schön ist wie ein Pfund Kieselsteine im Schuh, ist Ape Escape wohl eines der Spiele, die man absolut in seiner Sammlung haben muss. Es gibt keine Ausrede, warum man in seinem bedauerlichen Leben diese Perle nicht gespielt haben sollte. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad höllisch anzieht, ist es ein total putziges Spiel mit so viel Charme, das seinesgleichen sucht. Man kann verstehen, warum es so unfassbar süchtig macht und es weckt all die schönen Erinnerungen unserer Kindheit. Thank you.
Schon ein paar Takte der Musik reichen aus und auch wir werden wieder direkt in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Ape Escape ist einer der besten, wenn nicht schon der beste Plattformer, den es je auf der PS1 gegeben hat. Die innovative Steuerung mit den beiden Analogsticks, der meisterhafte Soundtrack und die süchtig machende Art, bei einer Zeitreise einen Affen nach dem anderen zu fangen, sind nichts anderes als ein Meisterwerk. Ape Escape ist zeitlos und ein Spiel, mit dem man auch heute noch viele schöne Stunden verbringen wird. Es ist nicht nur ein Spiel, mit dem man seine Sammlung vervollständigen soll, es ist ein Spiel, das man auch vollständig erleben muss, um dessen Faszination bis zum letzten Tropfen aufzusaugen. Ihr sollt warten! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.